Hallo werte Zuschauer und bevor ich mit dem eigentlichen Video über die ALU der MM4001 anfange, werde ich zuallererst mal auf den Fehler aus dem letzten Video eingehen. Es ist nicht sonderlich Tragisches, aber wobei eigentlich kann es was sonderlich Tragisches werden. Und zwar ist euch aufgefallen und mir nicht, also danke dafür und vor allem, das war am Ende des Videos, also ich finde es echt krass, finde es echt genial, dass es so vielen Leuten aufgefallen ist. Danke dafür. Und zwar ist euch aufgefallen, dass der Ausgang hier zwar 0 ist, wenn wir INA machen, aber andersrum nicht. Sprich, wenn wir moven, steht auf diesem Datenbus hier ja noch der Befehlsbus. Und der würde auch einfach ins ORGit kommen. Was wir deswegen machen können ist, ich mache es nochmal schnell weg, damit wir es zusammen bauen können, ist, wir bauen ein kleines Gate ein, einen kleinen Puffer mehr oder weniger, der dafür sorgt, dass der Ausgang hier, dass dieses hier auch 0 ist, wenn wir nicht wollen, dass wir INA machen. Müssen wir natürlich selbstverständlich. Ich habe nämlich das letzte Mal so schön drauf geredet, ja, irgendwas oder 0 ist 0. Und es funktioniert super in die eine Richtung, aber eben in die andere nicht. Deswegen bauen wir hier bei Gutter Tri-State-Puffer ein. Einen Tri-State-Puffer. Tri-State, wie der Name schon sagt, ist Tri-State. Was bedeutet das? Okay, zuallererst sollten wir den Tri-State-Puffer auf 4-Bit machen. Das bedeutet, wenn er nicht selektiert wird, dann ist der Ausgang hier hinten blau. Der Select-Bit hier, also ich habe ihn jetzt nach Osten ausgerichtet und den Position auf der rechten Seite, die Position auf der rechten Seite gemacht. Der Select-Bit hier, der den Puffer freigibt, kommt von hier unten, vom INA-Befehl. Sprich, wenn INA 0 ist, dann darf hier auch nichts rauskommen. Jetzt seht ihr aber, wenn ihr hier draufklickt, kommt XXXX raus. Das wäre Tri-State, das wäre der dritte Status, den die Leitung annehmen kann, das wäre hochohmig, was auch immer. Und jetzt sehen wir auch, dass hier durch dieses Oder-Gate auch ein schöner Fehler entsteht. Gibt es aber einen ganz einfachen Trick. Wir gehen bei Wiring und holen uns den Pull-Widerstand, richten ihn nach Norden aus und drücken ihn irgendwo am Ende der Leitung nach dem Tri-State-Buffer. Ich mache es meistens direkt nach dem Tri-State-Buffer. Dieser Widerstand sorgt dafür, dass alle Tri-States, also alle Tri-State-Ausgänge, die jetzt hier noch im Tri-State liegen, also auf X, auf 0 gepullt werden. Deswegen müsst ihr beim Pull-Widerstand auch die Pull-Richtung 0 eingeben. Bei 1 würde er jetzt hier alles auf 1 ziehen, wollen wir aber nicht. Wir ziehen nach 0. So viel dazu. Und jetzt funktioniert auch das besagte Beispiel. Kann ich mal kurz nachschauen. Und zwar von The Like Minecraft und Wrubbel. Bei den ganz anderen auch, gab es auch etliche Beispiele. Ich habe mir jetzt eben mal die zwei rausgesucht. Und zwar Move PL, Move PH PL. Haben wir jetzt auf dem Befehlbus Move PH PL. PL ist bei mir gerade auf 5 gesetzt, geht hier oben raus. 5 kommt rein, steht am Dateneingang von den Registern und PH ist enabled. Jetzt steht die 5 auch in PH. Eben weil jetzt dieses zweite Oder Gate, dieser erste Eingang vom Oder Gate. Oder der zweite, wenn wir uns jetzt mal rumdrehen, auch auf 0 steht, solange der INA-Befehl nicht an ist. Danke an alle, denen das aufgefallen ist. Danke auch an alle anderen natürlich, aber speziell jetzt dazu den Leuten, die es aufgefallen ist und die mich darüber benachrichtigt haben, waren schon einige. Fand ich schon richtig genial. Und ja, weiter geht's mit der ALU. Das allererste, was wir machen werden, ist, weil wir immer A mit D verrechnen, ist dem OR-Gate hier einen dritten Eingang verpassen. Einfach auf OR-Gate klicken und Anzahl Eingänge auf 3 stellen. Warum? Weil in das A-Register wird auch zurückgeschrieben, wenn von der ALU irgendwas kommt. Also, was machen wir? Wir kopieren uns nochmal so einen Komparator, der anschlägt, wenn die ALU kommt. Wenn der ALU-Befehl kommt. Der ist bei uns der Befehl Nummer 5. Sprich, Opcode 5 bedeutet ALU. Deswegen nehmen wir uns nochmal so eine Konstante, hauen die hier unten hin, machen auf 5, wieder den Opcode-Bus anlegen. Und wenn das hier gleich ist, dann kommt irgendwas von der ALU und das A-Register wird enabled als Write-Back. Bei der ALU sind die letzten 4 Bits ja nicht die Bits, die irgendwelche Register angeben, sondern wir verrechnen immer automatisch A mit D und deswegen muss in den Registern noch als Senke, also als Zielregister A, angegeben werden. Wenn jetzt der Befehl ALU kommt, sieht man wunderbar, dass der Dateneingang von A aktiviert ist. Beide Ausgänge hier sehen wir wunderbar. Ist egal, was jetzt hier steht. Dank unserem Tri-State-Puffer und dank dem disableden Multiplexer sind die jetzt sowieso auf 0. Sprich, jetzt können wir
Das ALU-Ergebnis muss ja auch noch irgendwo herkommen. Auch noch hier einführen, mehr oder weniger. Nehmen wir einen PIN, beschriften den. Es ist der Writeback von der ALU, also das, was von der ALU zurückkommt. Also müssen wir aber ein bisschen mehr Platz schaffen. Machen wir ganz einfach, indem wir alles ein bisschen nach oben verschieben. So, dann kann nämlich hier nochmal wunderbar. Wobei, eigentlich ist es total unnütz. Fällt mir gerade auf. Weil wir einfach dem OR-Gate hier oben auch noch einen dritten Eingang verpassen können. So. Jetzt könnten wir wieder machen, dass wir das einfach hier reinziehen. Und. Wobei, eigentlich können wir das wirklich machen, weil. Also hier brauchen wir keinen Tri-State-Puffer, weil bei der ALU am Ende, also am Ausgang der ALU, sieht es wieder so ähnlich aus wie hier. Und die ALU wird immer 0 zurückgeben, wenn die ALU nicht ausgewählt ist. Also da wird jetzt nicht irgendwie immer ein Befehl ausgeführt, sondern die ALU wird 0 zurückschreiben, wenn sie nicht ausgewählt ist. Deswegen ist jetzt hier kein Tri-State-Buffer nötig. Und das war alles, was wir für die Register, für die ALU brauchen. Jetzt müssen wir nur noch die ALU bauen. Diese Register-Circuit hier, dieser Kreislauf hier, wird wahrscheinlich noch des Öfteren verändert werden und wahrscheinlich werden mir auch noch öfter Fehler passieren, aber solange ihr da aufpasst, habe ich da echt kein Bedenken. Ich werde natürlich versuchen, alles ohne Fehler auszuliefern, aber es klappt halt nicht immer. So, was machen wir jetzt? Wir wählen unser schönes Plus an und machen den Schaltungsnamen ALU. Jetzt haben wir wieder ein schön neues leeres Feld, sagen wir es mal so. Was braucht die ALU? Die braucht natürlich den kompletten Befehlsbus. Und die ALU braucht A-Eingang, den Eingang vom A-Register und den Eingang vom D-Register. Also wo kommt die jetzt eigentlich her? Dazu müssen wir nochmal in die Register zurück, einen Ausgang hinmachen, den auf 4-Bit einstellen und A- und D-Register damit verbinden. Können die auch noch schön benennen. Am besten direkt an den Pins hier dran und nicht jetzt mit dem Textfeld oben drüber. Wenn wir die Beschriftung des PIN ändern, können wir den PIN auch von außen noch sehen. Sprich, ja, das werdet ihr dann sehen, wenn wir mit der ALU fertig sind. Dann werden wir die beiden Sachen Register und ALU miteinander verbinden. So, in der ALU wieder brauchen wir zunächst mal einen Verteiler. Und zwar Ausfächerung 2, Bitbreite 4. Bitbreite 8, Entschuldigung, Bitbreite 8. Das erste, was wir machen, ist natürlich den ALU-Befehl decoden. Auch wieder hier. Es ist der kleine Nachteil, wenn wir es an den Bausteinen decoden, wenn mehrere Bausteine denselben Befehl brauchen, dann müssen wir es eben zweimal decoden. Ist aber kein Problem, bei 4-Bit ist da jetzt logisch eben nicht sonderlich ausgelastet. Komparator. Den natürlich auf 4-Bit stellen und das Zweierkomplement abschalten. Also ohne Vorzeichen eingeben. Und ALU-Befehl ist wie gesagt 5, deswegen ziehen wir jetzt hier wieder unsere Konstante hin und stellen die auf 5 ein. Dieser Komparator gibt also aus, ob jetzt ALU an oder aus ist. Ja, jetzt sollten wir eigentlich uns mal ran an die Befehle machen, was die ALU so können soll. Und dazu habe ich in Notepad++ was vorbereitet. Sehen wir wunderbar hier. Das sind die Befehle, die die ALU können soll. Und die werden wir jetzt mal umsetzen. Wir merken uns einfach mal, dass die ersten Befehle add, sub, inc, dec sind. Also addiere, subtrahiere, inkrementiere und dekrementiere. Dazu gehen wir wieder etwas runter in der Auswahlleiste und sehen hier unter Arithmetik in LogiSim Addierer und Subtrahierer. Und diese beiden Dinger brauchen wir jetzt erstmal für Inkrementieren und Dekrementieren. Also ziehen wir beide erstmal hier raus, markieren sofort beide und stellen die Bitbreite auf 4. Das Ganze kopieren wir nochmal und fügen nochmal unten drunter ein, dass wir jetzt einen Addierer, einen Subtrahierer, einen Addierer, einen Subtrahierer haben. Bei den zweiten beiden nehmen wir wieder eine 4-Bit-Konstante und tun den zweiten Eingang. Wir könnten natürlich auch mit Borrow und Carry arbeiten, aber mit Konstanten hier unten verrechnen wird es, glaube ich, ein bisschen deutlicher für die Leute, die sich nicht so unbedingt damit auskennen. Also wir addieren beim Inkrementieren immer Wert plus 1 und beim Subtrahieren ziehen wir, beim Dekrementieren ziehen wir vom Eingangswert einen ab. Jop. Das können wir direkt verbinden mit den A- und D-Eingängen. Und zwar der erste Eingang ist immer A, weil wir immer A mit D verrechnen.
so, der hier auch, der hier auch, der hier auch und der zweite Eingang ist immer D. Der hier und der hier. Jetzt könnten wir natürlich weiter runterziehen, aber wir würden merken, aha, da ist die Konstante drin. Gut. Beim Inkrementieren und Dekrementieren Befehl wird nur A inkrementiert und wir brauchen D gar nicht. Also ist es da ziemlich, ehrlich gesagt, ziemlich egal, was wir jetzt mit D machen. Wir könnten D natürlich jetzt auch irgendwie so tun, als ob wir es dahin führen, wird aber nichts bringen, weil immer die 1 damit verrechnet wird. Gut, können wir auch eigentlich gleich mal testen, wenn wir mal schön die Dinge hier ranbauen. A, also machen wir mal 2 und 2 und 1. 2 plus 1 ist 3, 2 minus 1 ist 1. A inkrementiert, 2 inkrementiert ist 1 und 2 dekrementiert ist auch 1. Wenn wir jetzt mal 0 dekrementieren, kommt hier 1, 1, 1, 1 raus. Und ja, wir werden ohne, also wir werden Zweierkomplementzahlen eigentlich ziemlich ignorieren. Sprich, wir werden vielleicht mit Flex arbeiten, dass wir merken, oh, das Ergebnis stimmt so nicht, aber wir werden jetzt beim Vergleichen zum Beispiel jetzt nur den Komparator auf ohne Vorzeichen einstellen. Also wir werden nicht jetzt Minuszahlen miteinander vergleichen können. Ist minus 1 größer als 5 oder sowas? Fragezeichen natürlich. Jupp, dann müssen wir gleich mal weitermachen. Schauen die nächsten Befehle an. Compare, not, and und nand. Brauchen wir also den Komparator bei Arithmetik. Und jetzt eben, wie gesagt, auf 4 Bit einstellen und ohne Vorzeichen. Erster Eingang ist A, zweiter Eingang ist D. Jetzt sehen wir, wie steht A zu D und A ist kleiner d. Deswegen geht es hier an. Nächster Befehl war not, glaube ich. Yep. Dazu nehmen wir einfach ganz hier oben in der Leiste das Not-Gate raus, fügen es hier ein. Bitbreite wie immer 4 und das Aussehen können wir auf schmal stellen. Dann können wir wieder nur den A-Eingang nehmen, weil Not keine zwei Eingänge braucht. Also hier steht jetzt immer das Umgedrehte von A. Diese Ausgangspins können wir erstmal wieder wegmachen. Wir sehen ja, dass alles funktioniert. Dann das bitwise logische AND. AND geht hier reinziehen. Anzahl Eingänge 2, Schaltungsaussehen schmal, also Gattergröße schmal und Datenbits 4. NAND Gate könnten wir jetzt auch so bauen, dass wir einfach hinter dem AND Gate ein NOT Gate dran kleben. Es gibt aber ein vorgefertigtes NAND Gate, darauf werde ich jetzt zurückgreifen. Dazu geht ihr für die ganzen logischen Gates, geht ihr in Logisim einfach auf Gatter. Da findet ihr das NAND Gate. Wieder so ein dicker Brummer, den machen wir gleich mal kleiner. 2, schmal und Datenbits 4. Weiter geht's mit OR-NOR, XOR und XNOR. Also OR-Gatter, kleinstellen. Wir könnten natürlich auch in Logisim jetzt einfach die Voreinstellungen wegnehmen, dass die Gatter sowieso immer klein sind, aber da müsste ich euch jetzt die Einstellungen zeigen. Ist ja auch wurscht, jedenfalls wisst ihr dann, wenn wir es nicht machen, wisst ihr schon mal, wie man diese Gatter bedient. XNOR und XOR und XNOR. Ziehen wir erstmal beide hier hin. Markieren beide. Anzahl Eingänge 2, schmal und Datenbits 4. Ziehen wieder schön eng zusammen und klatschen die wieder hier drunter. Dann fehlt uns noch Shift links, Shift rechts, rotiere links und rotiere rechts. Dazu nehmen wir bei Arithmetik den Bitschieber und kopieren uns den viermal direkt. Bauen ihn hier unten drunter. Das erste wäre Shift links, das zweite müssen wir anwählen und dann bei Schiebertyp logisch nach rechts anwählen. Unten drunter dann müssen wir rotieren nach links und den allerletzten machen wir auf rotieren nach rechts. Ganz zum Schluss nochmal alle markieren und die Datenbits auf 4-Bit stellen. Jetzt nur noch schnell die oberen Eingänge immer mit dem Wert von A verknüpfen, verbinden und die unteren Eingänge immer mit dem Wert von D. Dazu komme ich gleich, zu diesem schönen Fehler. Erstmal alles verbinden.
beim Schieben bei 4-Bit bringt es nichts, wenn wir 4-Bit rotieren. Wir können höchstens viermal einen 4-Bit-Wert rotieren. Ansonsten würden wir es doppelt rotieren und das wollen wir nicht. Sprich, was wir machen ist, wir ziehen diese ganzen Bitschieber ein Stück weiter nach hinten, kommen wieder auf unseren Verteiler zurück, richten ihn wieder nach Osten aus, Ausfächerung diesmal 2 und Bitbreite 4. Sprich, wenn wir rotieren, nehmen wir nur die unteren Bits von D, vom D-Register. Also schieben wir dieses beim Verteiler da, wo 0,1 steht, das muss an den Eingang hin, also die unteren Bits müssen zum Eingang hin und der Rest muss mit dem Verteiler ganz normal verknüpft werden. Jetzt stimmt auch alles. Sprich, wir können jetzt A maximal so weit rotieren, wie wir durch diese beiden Bits hier unten bei D angeben. Diese werden sowieso ignoriert, weil alles andere zu hoch wäre. Wollen wir es nicht gleich mal probieren? Kurz mal beim Schieben nach links. 2 zweimal nach links geschoben ergibt eine 4. Eine 8. Eine 8. Entschuldigung, eine 8. Das sieht man hier am Ausgangspin. Weiterschieben würde nichts bringen, dann würde die Zahl einfach rausfliegen. Dazu müssten wir dann das Rotieren benutzen. Beim Rotieren kommen die Zahlen, die beim Schieben hier rausfliegen, die eigentlich jetzt verschwinden, kommen am anderen Ende einfach wieder rein. Das heißt, die Zahlen, die Bits, die verschwinden, kommen einfach wieder rein. Jetzt haben wir noch folgendes Problem. Wer verrechnet immer alles mit allem und wir können jetzt nicht einfach alle Ausgänge zusammenodern. Nein, wir greifen wieder auf den Auswahlschaltungen, Multiplexer, zurück, stellen die nach Norden, Disabled Output 0, Include Enable ja, Datenbits 4 und Auswahlbits auch 4. Jetzt wird das Ding ein bisschen groß. Und damit wählen wir jetzt die Operation aus. Sprich, egal was passiert, wir verrechnen immer A mit D. Und entscheiden am Ende nur, was ausgegeben werden darf. Diese Ausgabe erscheinen die beiden E1 und E2 Bits. Da wir diese ganzen Gatter in der richtigen Reihenfolge gemacht haben, würde 0000 auch für Add stehen, weil dann an diesem Auswahlpin 0000 steht und der erste Eingang, also der nullte Eingang von diesem Multiplexer ist addieren. Der zweite bei 0001 wäre Sub, da würde der hier ausgewählt werden und da wäre auch Subtrahieren drin. Von daher gesehen passt das alles. Diesen Enable müssen wir noch anschließen. Zwei Dinge. Wir wollen nicht, dass bei absolut jedem Befehl irgendwas verrechnet wird, weil das ein bisschen Leistung zieht. Deswegen kommen wir wieder auf unsere Tri-State-Puffer zurück, bauen die schön hier hin, beide natürlich auf 4-Bit, vor die Eingänge, machen wie gewohnt den Pull-Widerstand am Ende dahin, bei Wiring. Und verbinden die Enables mit dem ALU-Befehl. Sprich, jetzt steht hier immer 0,0 und es ist nicht sonderlich schwer zu verrechnen oder nicht sonderlich anstrengend als jetzt irgendwelche Festwerte. Außerdem bleibt es dann die ganze Zeit auf 0000, wenn die ALU nicht ausgewählt ist, und dann muss ich dauernd neue Werte miteinander verrechnen, sondern verrechnet immer 00 mit 000. Wir könnten die Position der Select Pins an den Tri-State-Puffern jetzt noch ändern, aber das ist jetzt wieder mal Aussehen oder Geschmackssache, wie auch immer. Was wir jetzt machen werden, ist erstmal schön die ganzen Eingänge verbinden und da wird uns gleich ein Problem auffallen. Was sollen wir bei diesem Komparator hier verbinden? Und gar nichts. Wir machen hier einen Verteiler hin. Obwohl, nee, wir machen nicht mal einen Verteiler hin. Wir machen dreimal einen schönen Ausgangspin hier hin. Dazu kommen wir dann, wenn wir die Flex bauen. Hier oben können wir direkt erstmal einen Ausgang einbauen, nach Süden ausrichten, 4-Bit groß machen und den hier anschließen. Seht ihr, wenn dieser Pin hier, dieser Ausgang wird in die Register gehen und hier wird immer 0000 stehen, wenn der ALU-Befehl nicht reinkommt. Bei Compare müssen wir auslassen. Da können wir, wenn wir wollen, eine konstante 0 hinmachen, wenn es euch hilft. Machen wir jetzt einfach mal, wir bauen eine konstante, eine 0 hin. Dann ist der auch belegt, dann sehen wir nur, aha, bei Compare wird nichts zurückgeschrieben. Das müssen wir auch gleich noch regeln, dazu komme ich aber noch.
Jetzt erstmal schön alle Ausgänge miteinander verbinden. Ziemlich spannend, oder? So, wenn die jetzt alle verbunden sind, können wir auch nochmal schnell testen, ob es auch funktioniert. Und zwar ALU war der Befehl 5. Und zwar, wir verrechnen jetzt mal immer noch irgendwie 2 mit 1. Oder machen wir mal 3 mit 1. 0, 0, 0, 0 hier hinten, diese 4 Bits hier. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, diese 4 Bits hier, die letzten 4, sind 0, 0, 0, 0, was im Datenblatt dem Befehl add entspricht. Und 3, add 1 ist 4. Subtrahieren, 3 minus 1 ist 2. Inkrementiere 3 ist 4, dekrementiere 3 ist 2. Vergleichen brauchen wir jetzt nicht. Not war, glaube ich, 1001. Dreht die 0 Bits von A um, genauso wie die 1 Bits, sprich hier wird jetzt Not A stehen, also 00 wird zu 11 und 1 wird zu 00. Wie wir sehen, funktioniert die ALU halbwegs oder sollte zumindest. Ja, ich habe Skype gestartet, tut mir leid. So, und was machen wir jetzt erstmal? Wir gehen nochmal schnell in die Register zurück und sorgen dafür, bei einem weiteren Komparator, hier, der die ARG-Bits vergleicht, sprich diese Bits hier. Dann können wir nochmal schnell reinzoomen. Was mache ich hier eigentlich? So. Der Compare-Befehl darf nichts zurückschreiben, weil da eine 0 stehen wird am Ende, und der darf aber nichts zurückschreiben, dann müssen die Register unverändert bleiben. Deswegen schauen wir, wenn die ARG-Bits, also nicht die ARG-Bits, wenn die E1 und E2-Bits auf 4 stehen, und das gleich ist, also nicht größer oder nicht kleiner, dann darf die ALU nicht. Dann darf das A-Register nicht ausgewählt werden, dann darf nichts ins A-Register zurückgeschrieben werden. Dann machen wir ein AND-Gate hin, stinkt nochmal mit einem Bit, und anden den größer und den kleiner Ausgang von dem Komparator mit dem ALU-Befehl. Sprich, wenn der ALU-Befehl reinkommt und dieser ALU-Befehl, der über E1 und E2 definiert wird, hier mit dieser Leitung, das haben wir hier oben abgezwickt, wenn dieser gleich 4 ist, dann wird dieser hier ausgehen, diese Leitung, und das AND-Gate hier kann keine 1 mehr ausgeben. Sprich, dann darf nichts mehr zurückgeschrieben werden, weil Compare verändert nur Flex und verändert nicht die Register. Können wir schnell nochmal zeigen. ALU, und zwar 4. Ist jetzt Compare, die ALU vergleicht jetzt zwar und aktualisiert auch die Flex, aber ins A-Register darf nicht zurückgeschrieben werden. So, jetzt geht's ran an die Pins. Wir haben jetzt hier mal fangen wir mal bei den Registern an. Und dazu klicken wir hier oben auf Aussehen der angezeigten Schaltung als Teilschaltung bearbeiten. Das ist unter dem Textfeld mehr oder weniger. Da sehen wir jetzt so ein tolles kleines Wirrwarr an Teilen. Wenn wir diese Teile anklicken, sehen wir unten rechts ungefähr, wo sich dieser Pin, den wir ausgewählt haben, in der Schaltung befindet. Das sind immer diese Ein- und Ausgangspins. Also alle Ein- und Ausgangspins wechseln auf die normale Ansicht, tun wir links mit dem anderen Symbol. Alle Pins hier, das wäre zum Beispiel der Befehlsbus, der ist ein Pin, ein 8-Bit-Pin. Die ALU ist ein Pin, was haben wir noch für Pins? Diesen Pin hier, den Takt-Pin, und die zwei Ausgangspins hier. Das sind alles Kontakte nach außen von der Schaltung. Also, was machen wir jetzt? Wir gehen nochmal auf diese Teilschaltung, also das Aussehen bearbeiten, und haben hier unsere Register als Teilschaltung, die wir jetzt in den anderen Kreislauf einbinden können. Wir sehen hier, wenn wir diesen Pin auswählen, sehen wir unten rechts, dass das der ALU-Pin sein müsste. Den wollen wir jetzt nicht hier haben, sondern den wollen wir exakt hier oben haben. Das hier ist der Befehlsbus und das hier ist der Takt. Können wir nochmal kontrollieren, wenn wir unten rechts nachschauen. Jetzt habe ich gerade diesen Befehlsbus ausgewählt und jetzt sollte ich den Takt ausgewählt haben. Sollte also stimmen. Jetzt können wir nochmal mit dem Textfeld draufgehen und hier REC schreiben für Register. Können das schon beschriften. Keine Angst, wenn die jetzt so ein bisschen hinter den Pins verstecken, es wird später nicht mehr so auffallen. Dann gehen wir auf
Wobei, eigentlich machen wir mal den Befehlsbus und den Takt hier unten hin. Ja, Befehlsbus links, Takt rechts. Gehen wir dasselbe, machen wir jetzt mit der ALU, klicken auf die ALU, machen hier das Aussehen bearbeiten, das ist schon ein bisschen größer. Können wir wieder nachschauen, was haben wir hier für Pins? Aha, den Ausgangspin, den machen wir oben links hin. Den Befehlsbus machen wir wieder unten hin. A machen wir mal hier hin. B, D machen wir auch hier hin. Jetzt haben wir drei Ausgänge noch übrig. Die lassen wir jetzt erstmal leer. Die werden später für die Flex wichtig sein. Können wir wieder hingehen, ALU draufschreiben. So. Hier rein mit dir. Und dieses ganze Aussehen hier können wir mit diesem Viereck noch ein bisschen verkleinern, weil wir es nicht ganz so groß brauchen. Also ziehen wir das ein bisschen zusammen. Machen den verschiedenen Pin nochmal hier oben. Den Pin könnt ihr ganz normal greifen und rumziehen, wie ihr wollt. Und haben unsere ALU fertig. Dann gehen wir auf die Schaltung Main. Die werden wir jetzt zum ersten Mal brauchen. Doppelklicken die. Klicken einfach nur einmal Register an. Dann wird es wie so ein Bauteil behandelt, mehr oder weniger. Ziehen es aufs Feld. Klicken die ALU an. Ziehen die ALU aufs Feld. Und sind größtenteils fertig mit den Sachen. Wir brauchen jetzt nur noch unseren Befehlsbus auf der Schaltung Main. 8-Bit groß. Und wir brauchen einen Takt auf der Schaltung Main. 1-Bit groß. Verbinden die Befehlseingänge hier. Verbinden den Takt. Wenn wir jetzt mit der Maus über die Pins schweben und wir die Pins beschriftet haben, dann sehen wir auch ganz klein unten drunter, wie der Pin heißt. D. Jetzt wissen wir also auch von außen, aha, das ist der D-Eingang. Bei der ALU auch. Sprich, wir verbinden die beiden. Das hier ist jetzt der ALU-Pin, der muss zum Ergebnis von der ALU gehen. Und soweit sind wir dann größtenteils fertig. Können wir mal testen, und zwar mit INA2, INA3. Sollte auch bei A eine 3 stehen. Jetzt können wir die Leitung hier, die sowieso immer von A geht, anklicken und sehen, aha, da steht eine 3. Dann machen wir Move. D, A. Jetzt steht in D auch eine 3. Und dann machen wir nochmal INA 4. Steht in A eine 4, in D eine 3. Wenn wir wissen wollen, wie es jetzt genau in einem Schaltkreislauf aussieht, dann klicken wir ihn einfach mit der Hand mit Steuerung 1 an und klicken dann mit Doppelklick auf diese Lupe. Dann sind wir in diesem Schaltkreislauf drin und sehen, er hat alles übernommen. Dieser Pin hier ist jetzt also nicht mehr ein Pin, den wir ändern können. Wenn wir hier draufklicken, wird er uns einen Fehler ausgeben. Also keinen Fehler. Der Pin ist mit dem Zustand einer höheren Ebene verknüpft. Einen neuen Schaltungszustand erstellen. Da klicken wir jetzt einfach mal auf Abbrechen. Das bedeutet, dass dieser Pin dieser Pin hier drin, also diese Schaltung hier von einer anderen Schaltung genutzt wird. Gehen wir wieder zurück auf Main und versuchen jetzt mal A mit D zu verrechnen. Wenn wir jetzt Plus rechnen, dann sollte in A eine 7 stehen. Sprich, wir gehen jetzt hier auf ALU, wir wählen die ALU an und addieren A mit D. Jetzt sehen wir schon, auf dem Rideback-Bus liegt eine 7. Also der obere Bus hier zeigt, was von der ALU rauskommt. Da liegt eine 7. Wenn wir jetzt takten, sollte das A-Register takten und jetzt steht auch im A-Register eine 7. Wenn wir es jetzt schon mal automatisieren wollen, können wir das natürlich auch machen. Und zwar gehen wir dann einfach mal hier bei Wiring auf Takt. Dann können wir diesen Taktpin erstmal wegmachen, richten diesen Takt nach Norden aus, nach Osten aus und machen bei Dauer H-Signal einen Takt, Dauer L-Signal auch einen Takt. Brauchen wir nichts mehr, nichts weiteres. Bei Simulieren oben in der Leiste können wir jetzt die Schaltfrequenz einstellen. Wir gehen dazu auf Simulieren, Schaltfrequenz und machen mal 2 Hertz. Und dann geben wir bei der ALU den Befehl Inkrementiere ein. Jetzt inkrementiert er immer den A. Wenn wir jetzt können diesen Taktpin auch stinknormal mit der Hand bedienen, also draufklicken. Oder eben mit Steuerung und T einmal weiterschalten. Aber wir können diesen Takt doch auf 2 Hertz im Dauerlauf laufen lassen. Dazu drücken wir Steuerung und K. Und jetzt taktet dieser Takt automatisch. Und jetzt wird A immer 1 erhöht. Bis es natürlich den Overflow erreicht, dann wird es wieder, also bis A komplett überläuft, dann fängt es wieder bei 0 an. Können wir hier erstmal schön beobachten. Mit 2 Hertz. Wenn es jetzt nochmal inkrementiert wird, bam, steht wieder 0,0 da. Ist eben wegen der 4-Bit-Grenze, da können wir sie drin mal beobachten. Nicht sonderlich interessant, wir sehen nur, wie sich die Ausgangspins verändern. Befehl bleibt ja immer derselbe.
oder mal in der ALU reinschauen. Wobei wir hier noch weniger sehen werden. Wobei, nicht mal so, wir müssten so in die ALU rein. So. Wenn wir hier jetzt die ALU noch nicht ausgewählt haben als Schaltkreislauf, müssen wir erstmal mit der Lupe hier rein. Sonst wird sie einfach diesen vorgefertigten ALU-Schaltkreislauf nehmen, den wir nicht eingefügt haben. Also den ALU-Schaltkreislauf einfach als normale Schaltung sehen und nicht als eine Schaltung, die gerade von einer anderen benutzt wird. Das, was wir hier sehen, ist ja die Schaltung, die gerade von Main benutzt wird. Und da sehen wir auch wunderbar, wie sich A die ganze Zeit verändert. Spaßeshalber können wir jetzt mal auf Main gehen oder können wir mal in Register gehen und die Schaltfrequenz bei Simulieren mal auf 4,1 kHz stellen. Oben rechts im Bild seht ihr die eigentliche Taktrate, die erreicht wird. Liegt bei mir jetzt um die 4 kHz. Das ist, weil Logisim nicht mehr hinterherkommt. Ich habe Logisim auch jetzt keine zu hohe Priorität zugewiesen, wobei ich das jetzt mal schnell machen könnte. Ob das jetzt was ändert, ist wieder eine andere Frage. 4,0 kHz, ja, vielleicht ein bisschen. Sind jetzt eigentlich weit mehr, als wir brauchen, vor allem für dieses 4-Bit-Ding. Was wir im Moment machen, ist einfach eine Dauerschleife mit Inkrementieren durchlaufen lassen und den Takt eben automatisch takten. Mit STRG K. So, sollten euch wieder Fehler aufgefallen sein, dann habt keine Scheu, die mir mitzuteilen. Ich habe jetzt gerade nochmal STRG K gedrückt, um den Takt anzuhalten und dann STRG Reset, um alle Speicherinhalte zu löschen. Jetzt stehen hier drin auch wieder überall 0000. Gehen wieder auf Main zurück. Wenn ich euch zu schnell war oder wenn ich irgendwas unklar erklärt habe, dann sagt mir das bitte. In der nächsten Folge geht es dann an den Arbeitsspeicher, danach dann an die Flags und die Sprungbedingungen. Ich habe dieses Video so früh gemacht wie möglich. Ich bin nämlich aufgestanden und habe dann direkt gesehen, dass es da einen Fehler gab. Und dann wollte ich direkt dieses zweite Video hier hinterher machen und den Fehler ausbessern und gleich mit der ALU weitermachen. Deswegen kann es sein, dass ich mich, weil ich noch ein bisschen müde bin, vielleicht ein bisschen langsam oder ein bisschen schläfrig anhöre oder Sachen ein bisschen ungenau erkläre. Also wie gesagt, ist alles kein Problem. Könnt ihr mir alles über die Kommentare wissen lassen. Ich hoffe mal, ich habe trotzdem alles halbwegs verständlich erklärt. Wenn nicht, dann lasst mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zusehen. Fast vergessen.